Ja, meine Damen und Herren, das war ja die erste Vorstandssitzung nach der Sommerpause. Ich habe zuallererst auch noch mal dem Parteivorstand vorgetragen, dass in der letzten Woche das Präsidium mit Manfred Weber sich dafür ausgesprochen hat, dass Manfred Weber und seine Kandidatur für die Spitzenkandidatur in der EVP natürlich von seiner Heimatpartei CSU von allen ausnahmslos unterstützt wird. Und das ist heute auch im Parteivorstand sehr positiv und einhellig aufgenommen worden. Wir betrachten dies als eine große Ehre der CSU, dass aus unseren Reihen dieser Spitzenkandidat kommen kann, dass er auch von der Bundeskanzlerin unterstützt wird, und weise allerdings darauf hin, dass die endgültige Entscheidung erst auf dem EVP-Gipfel im November in Helsinki getroffen wird. Bis dahin werden wir natürlich alles tun, damit aus der Kandidatur auch die Spitzenposition am Ende erwächst für die EVP. Und im Erfolgsfalle gibt es ja dann die große Möglichkeit für eine Spitzenposition in den EU-Gremien. Dann haben wir uns natürlich mit den letzten fünf Wochen des Landtagswahlkampfes beschäftigt und mit dem Parteitag am nächsten Samstag hier in München. Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir eine sehr einhellige Einschätzung der Lage haben, und kann Ihnen sagen, dass ich unter großem Beifall, unter langem Beifall unserem Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten Markus Söder gedankt habe für diesen riesigen Einsatz, den er bisher schon in den letzten Wochen und Monaten hier in Bayern gezeigt hat. Alle, die sich zu Wort gemeldet haben, und es waren fast alle, haben darüber berichtet, dass sie auf eine gute Stimmung treffen, auf beste Versammlungsbesuche bei Großveranstaltungen und weniger großen, und dass die Resonanz in der Bevölkerung sehr gut ist, weshalb wir mit großer Zuversicht in die nächsten Wochen gehen. Wir wissen aus gerade den vergangenen Wahlkämpfen, insbesondere auch aus dem letzten Bundestagswahlkampf, dass viele, viele Wahlentscheidungen buchstäblich auf der Zielgeraden getroffen werden. Und wenn bei vielen Umfragen immer wieder zum Ausdruck kommt, dass 50% der Bevölkerung erklären, sie hätten sich noch nicht entschieden, dann kann man daraus auch den Schluss ziehen, wie wichtig in unserer modernen Zeit diese Wahlkämpfe geworden sind für die Wahlentscheidung. Und letzten Endes ist ausschlaggebend die Wahlentscheidung. Ich habe ja oft den Satz geprägt, die Wahrheit liegt in der Wahlurne und weniger die Dinge, die da und dort eingeschätzt oder kommentiert werden. Wir haben dann einen längeren Bericht unseres Ministerpräsidenten gehört zur Frage der Programmatik, zur Frage der Strategie. Das ist auch das vornehme Recht eines Spitzenkandidaten, dass er sozusagen den Kurs bestimmt, der dann ebenfalls mit großer Zustimmung aufgenommen wurde und ohne jede Kritik auch dann diskutiert wurde. Ich bin also zufrieden mit der Verfassung der Christlich-Sozialen Union, mit dem festen Vorsatz aller, jetzt in die Zielgerade einzubiegen, und geschlossen und mit großer Zuversicht auf diesen 14. Oktober zuzugehen. Lieber Markus.